Freunde, schaut euch das Video bis zum Ende an, weil am Ende gibt es eine Verlosung. Danke! Was geht, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily-Video von mir. Leute, ich dachte mir, heute gibt es mal ein Gameplay. Deswegen, heute spielen wir Overwatch 2. Das Spiel ist vor kurzem rausgekommen. Dieses Spiel wird halt gerade übel gefeiert. Ich habe mir das Spiel gerade heruntergeladen, bin die Tutorials durchgegangen, damit ich das wenigstens in diesem Video nicht machen muss. Also ich weiß schon, wie alles funktioniert und dann können wir auch direkt starten. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal so eine Runde. Genau, ich werde euch mal das Spiel ein bisschen zeigen. Ich habe unten in der Infobox auf jeden Fall ein Video zu diesem Spiel verlinkt. Ihr könnt euch das auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr an diesem Spiel interessiert seid. Hey, I'm Sanif. Overwatch has challenged us to go head to head on a new game, Overwatch 2, in the game of 5 versus 5. Wieso bad? Ich bin ja gerade die Tutorials durchgegangen und es ist wirklich so ein simples Spiel. Also ich habe dieses Spiel so schnell verstanden. Eigentlich verstehe ich Spiele nie schnell. Ich würde sagen, ich will gar nicht zu viel labern und wir starten einfach mal direkt rein. So, ich ziehe mir jetzt erstmal mein wunderschönes Headset auf. Wenn wir Overwatch 2 öffnen, dann landen wir hier erstmal auf dieser Seite. Hier sind die ganzen Helden. Ich zeige euch mal meinen Lieblingshelden. Und zwar ist es Tracer. Ich finde die so cool. Ich habe die gerade die ganze Zeit gespielt. Ja, ich finde sie irgendwie am coolsten. Diese Helden in der Mitte hier richten halt sehr viel Schaden an. Die linken Helden sind zur Verteidigung da und die rechten Helden sind die Unterstützer. Genau, wenn ihr das Spiel übrigens startet, dann werdet ihr direkt zum Tutorial weitergeleitet und da werden euch dann direkt die ganzen Funktionen erklärt. Aber Leute, glaubt mir, ihr versteht dieses Spiel wirklich schnell. Also sogar ich habe das schnell verstanden. Ich würde sagen, wir drücken da mal direkt auf Spielen und wir spielen eine Runde gemeinsam und ich glaube, ihr werdet mich auslachen, weil ich halt so schlecht im Zocken bin. Aber egal. Ah ja, hier könnt ihr übrigens auch noch trainieren, ne? Aber ich gehe jetzt hier drauf, weil ich spielen möchte. Tracer! Okay. Oh mein Gott, es fängt schon an. Alles klar, Runde 1. Ich gehe dir mal hinterher. Ja, ja, so. Lauf. Oh mein Gott, es fängt schon an. Ich muss schießen, 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 schießen. Da. Diese roten Dinger muss man halt abschießen. Oh mein Gott. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja. Und ich schieße dich ab. Oh nein. Hä? Wo bin ich gelandet? Da ist einer. Hey, der will mich abknallen. Nein. Ich bin einfach tot. Okay. Neustart. Jetzt kann ich's. Jetzt aber. Angreifen. Oh, die fliegt einfach. Ich glaube, meine Teammitglieder hassen mich, weil ich so schlecht bin. Ich muss mich aufladen. So, jetzt lebe ich wieder. Hä, wo sind die alle? Hä? Lassen wir etwas Dampf ab. Ach, da ist einer. Oh nein, da ist noch einer. Ey, hier sind so viele. Ich muss hier weg. Alter, es sind so viele. Oh mein Gott, Leute. Aber seht ihr das unten in der Mitte? Passt auf, was ich jetzt machen kann. Ich drücke jetzt Q. Und dann... Oh. Okay, ich habe verkackt. Oh mein Gott. Und dann kann ich die eigentlich so direkt töten. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Warum auch immer. Oh no. Brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Nein? Okay. Oh, und weg. Ja, ich habe nichts gemacht, aber gewonnen. 1:0. Wir haben gewonnen. Nicht ich habe gewonnen. Runde 1 beendet. Okay, next round. Ich glaube, diesmal wechsle ich meinen Helden. Ich nehme mal den hier. Boah, hasst ihr mich, weil ich so schlecht bin? Ich habe halt gar nichts gemacht. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Okay, let's go. 3, 2, anstrengend. 1. Runde 2. Ich renne den einfach hinterher. So, jetzt aber. Wo sind die denn? Da. Ich töte dich. Nein, geh weg mit dem Ding. Ich bin tot. Ich bin so schlecht. Aber es sind so viele auf einmal. Elephant heißt der. Elephant, ich töte dich. Elephant. Elephant, ich habe Elephant im Auge. Und Elephant hat mich getötet. Ich krieg Elephant noch. Oh Mann, die hassen mich selbst so sehr, weil ich so schlecht bin. Da ist Elephant. Ich muss wieder auf Elephant gehen. Elephant ist tot. Elephant ist tot. Aber ich habe ihn nicht getötet, aber trotzdem, Elephant ist tot. Okay, wohin jetzt? Hallo? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich laufe einfach. Ah, hier, okay. Hallo? Ich glaube, wir werden verlieren. Die kommen immer näher zu unserem Punkt. Ich sehe Elephant da hinten. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. 1:1, okay. Wir haben noch nicht verloren. Es tut mir so leid, dass ich so schlecht bin. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Bonjour. Ich weiß nicht, wie man Hallo sagt. Ich folge ihr einfach. Sie war mir sympathisch. Sie hat mir Hallo gesagt.
Schon wieder Elefant da hinten am rumlaufen. Ich glaub's nicht. Junge, hab ich mich erschrocken, Alter. Kommt der einfach aus der Ecke. Guck, wie der mich gekillt hat. Ich konnte nichts machen. Diesmal sterbe ich nicht so schnell. Ich will wenigstens einen töten. Der hackt. Der hackt. Schon wieder. Schon wieder. Irgendwo aus der Ecke und da oben. Ja! Oh, als ob ich jemanden getötet habe. Habt ihr das gesehen? Hab ich den gerade getötet? Nein! Niederlage, nee. Wir haben verloren. Wir haben einfach verloren. Nur wegen mir, safe. Leute, wisst ihr noch vorne, als die eine zu mir Hallo gesagt hat und ich nicht antworten konnte, weil ich nicht wusste, wie das geht? Bonjour. Ich weiß nicht, wie man Hallo sagt. Ich habe jetzt gerade extra in die Steuerung geguckt, weil ich wissen wollte, wie das geht. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig cool, hat mir richtig gut gefallen. Versteht man, wie gesagt, super schnell. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das Spiel öfter spielen werde, vor allem in meinen Twitch-Streams. Ich habe ja vor kurzem mit Twitch angefangen. Ist unten auf jeden Fall in der Infobox verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schaut euch auf jeden Fall auch das Video in der Infobox an. Und wir kommen direkt zur Verlosung. Ehre an die Leute, die das Video bis hierhin geschaut haben. Jetzt kommen wir direkt zur Verlosung und die Verlosung ist dieses Mal richtig krass. Und zwar verlosen Laura und ich diese Woche eine PlayStation 5. Richtig nice, ich würde die am liebsten selber behalten. Das ist übrigens eine Digital Edition und nicht die Standard Edition, nur so zur Info. Ihr müsst dafür einfach nur unsere beiden Kanäle abonnieren. Lauras Kanal habe ich unten in der Infobox verlinkt. Unsere YouTube-Videos diese Woche liken und für eine höhere Gewinnchance kommentieren. Ihr habt jetzt die ganze Woche Zeit, weil am Sonntag wird ausgelost. Und ja, damit einer von euch diese wunderschöne PS5 gewinnt. Wir wünschen euch ganz viel Glück.